Vor 20.000 Zuschauern schrieb Eva Lechner im niederländischen Hoogeheid wieder einmal Radsportgeschichte. Die 28-jährige Eppenerin wurde hinter Superstar Marianne Voss Vize-Weltmeisterin im Querfeld ein. Es ist ihre erste WM-Medaille in dieser Disziplin, aber insgesamt bereits ihr 10. Weltmeisterschafts-Edelmetall. 9 Medaillen hat Eva Lechner im Mountainbike gewonnen, wo sie im Einzelrennen vor etwas mehr als 2 Jahren WM-Dritte wurde. 3-mal gewann sie mit der Staffel Gold. Eine andere tolle Sache ist, dass es eigentlich eine historische Medaille ist, weil es ist die erste Medaille, die für Italien in der Kategorie gewonnen worden ist, im Radquer. Und von dem her, dass sie da die erste sein darf, ist natürlich wirklich bärig. Nach 2 dritten Plätzen im Weltcup hatte Eva Lechner auf eine Medaille gehofft. In Hoogeheid hatte es in der Nacht vor dem Rennen auch noch geregnet und so wurde der Parcours schlammig. Da konnte sie ihre Fahrtechnik natürlich besser ausspielen. Der Letten ist einfach, das macht es einfach technisch schwierig und technisch ist technische anspruchsvolle Strecken sind meine Stärken und von dem her habe ich Letten einfach gern. Eva Lechner wollte von Beginn an vorne mitmischen. Ihre Taktik war so angelegt, so lange wie möglich Kontakt zu Topfavoritin Marianne Voss zu halten. Das ist ihr aber nicht ganz gelungen. Das Ziel war, einen guten Start zu machen und mit der Marianne so lange als möglich mitzufahren. Ich habe halt im Prinzip ins Pedal nicht mehr reingekriegt am Ende der ersten Runde. Und dann habe ich halt das Radl irgendwie verloren, weil sonst bin ich eigentlich überzeugt, dass sie sicher noch zumindest eine halbe Runde, wenn nicht eine Runde mitgefahren hat, können. Und selber wäre natürlich der Idealfall gewesen, aber es ist so auch aufgegangen und ich konnte die Distanz zu den Verfolgerinnen halten und den zweiten Platz ins Ziel retten. Eva Lechner belegte schließlich 1,07 Minuten hinter Marianne Voss, die ihren 7. Titel in den letzten 8 Jahren holte, den 2. Platz. Im Finish kamen ihre Konkurrentinnen zwar noch heran, aber wirklich in Gefahr geriet der 2. Platz nie. Bronze holte sich die Britin Helen Wyman, die 10 Sekunden nach Lechner ins Ziel kam. Am Mittwoch wurde Eva Lechner im Bozen von Landespräsidenten Nino Lazzarotto für ihre unglaublichen Leistungen prämiert. Eine Anerkennung gab es auch für die 2 neuen Querfeld-1-Italienmeister Carmine Del Riccio und Jakob Durigoni aus Pfatten, die in Orvieto den Titel holten. Eva Lechner gönnt sich jetzt eine kurze Pause und wird natürlich auch die Olympischen Winterspiele in Sochi verfolgen. Biathlon ist ihre Lieblingsdisziplin. Biathlon finde ich irgendwie so die Wintersportart zum Mountainbike, weil beim Biathlon muss man auch eben Ausdauer bringen und eben auch Konzentration, was bei uns halt die Abfahrten sind. Es ist schon ein bisschen anders, aber halt es ist ähnlich, finde ich. Und ich vielleicht, wenn ich Wintersportlerin war, war ich glaube ich Biathletin. Und es ist einfach von Zuschauern her, es ist brutal spannend, weil es kann durch ein Schießen noch mal so viel durcheinander bringen. Und von dem her gefällt es mir einfach gut zuzuschauen.